Tumultartige Szenen im türkischen Edirne. Tausende Migranten versuchen offenbar, über die Grenze nach Griechenland zu gelangen. Die griechische Polizei reagiert mit Tränengas, versucht, die Menschen aufzuhalten. Was soll ich hier machen? Es gibt hier nichts. Vielleicht können mein Kind und ich dort eine Zeit lang leben. Einen türkischen Pass bekomme ich nicht. Ich möchte jetzt nach Deutschland. Der türkische Präsident Erdogan kündigt an, er wolle die Grenzen weiter offen halten und Migranten nach Europa lassen. Er wirft der EU vor, sich nicht an die Zusagen im Flüchtlingspakt zu halten. Wir haben die Grenzen geöffnet. Seit heute Morgen haben sie schon rund 18.000 Menschen überquert. Es könnten heute noch vielleicht 25.000 bis 30.000 werden. Wir werden die Grenzen in nächster Zeit auch nicht wieder schließen. Das wird so weitergehen. Die Zahl der Flüchtlinge aus Syrien nimmt derzeit deutlich zu. Am Donnerstag wurden in der syrischen Stadt Idlib 33 türkische Soldaten bei einem Luftangriff getötet. Verantwortlich dafür das Assad-Regime. Ankara antwortet mit einer Offensive in Syrien. UN-Generalsekretär Guterres fordert einen sofortigen Waffenstillstand. Das ist einer der alarmierendsten Momente des Syrien-Konflikts. Wenn jetzt nichts passiert, steigt das Risiko einer noch stärkeren Eskalation von Stunde zu Stunde. Und wie immer zahlen Zivilisten den höchsten Preis. Fast 1 Million Menschen sind in den letzten 3 Monaten aus ihren Häusern geflohen. Die EU fordert von der Türkei, sich an die Vereinbarung von 2016 zu halten und Flüchtlinge an der illegalen Weiterreise nach Europa zu hindern. Bulgarien schickt unterdessen 1.000 zusätzliche Soldaten an seine Grenze.